Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Mosche. Ja, und wir haben hier irgendwie so eine Straße gefunden, die endet hier. Ich kann gar nicht mehr dran erinnern. The middle of nowhere. Ja, genau, nowhere. Und dabei ist es eigentlich ein ziemlich wichtiger Autobahnanschluss. Deswegen müssen wir den schnell wieder anschließen. Da fährt jetzt einer runter und da fährt dann gleich die Brücke runter. Das kann ich nicht verantworten. Ich mache schnell mal Pause. Ja, das müssen wir auch schnell in Pause bauen, weil sonst könnte das durchaus schief gehen. Denn wir müssen jetzt eine Straße herstellen, im Grunde genommen. Da. Rundstraße. Wir schließen die einfach mal an. Mal gucken, wie das ausschaut. Es wäre gar nicht so schlecht. Naja. Das wäre dann eine klassische Spannbogenbrücke, die wollen wir natürlich nicht haben. Nee, also machen wir das Ganze ein bisschen hübscher. Aber bitte doch gerne. Und bauen uns hier ein kleines Hügelchen. Das ist der Werkzeughügel. Nein, das ist der Hügel, in dem das Hochregallager versenkt wurde. Aus Platzgründen. Gibt ja so eine deutsche Firma, die da einfach in den Berg rein mal ein Hochregallager gebaut hat. Echt? Ja. Obwohl denen das nicht gehört, oder? Doch, die haben das gekauft, ja. Das Recht. Aber da sie in einem schmalen Tal leben, in Anführungszeichen, mit ihrer Firma, ja, und keinen Platz mehr hatten, weil da die ganzen Produktionshallen waren, haben sie einfach in den Berg rein dann ihr Hochregallager gebaut. Geil. Ich war da mal drin gewesen. Echt cool. Das glaube ich. So, ich möchte jetzt mal nicht zu steil hochgehen. Also keine Sprungschanze. Wir müssen auch noch... Für die Rallye-Weltmeisterschaft. Ja, genau. Schon mal ein bisschen zielen, damit wir gleich hier die Brücke hinkriegen. Trotzdem müssen wir natürlich über die Schiene und über die Leitung kommen. Das heißt, wir werden das jetzt einfach mal so probieren. Anzuschließen. Ja, nicht ganz. Wenn wir Shift drücken, wäre es auch schon ziemlich deutlich, wie das Ganze ausgehen würde. Wie sieht das denn hier aus? Guck mal, das Stück können wir uns noch nehmen. Ja. Den Rest dürfen wir nicht, weil die Brücke ist denkmalgeschützt. Und ich glaube, wir müssen das doch noch ein Ticken höher machen. Noch ein Stück höher gehen? Ja, wir versuchen jetzt mal oben auf den Hügel zu gehen. Erstmal muss ich hier noch ein Stückchen abschneiden von der Brücke. Dass da die Steigung so groß ist bei dem Abwurf. Ist verständlich. So. Guck mal, jetzt sind wir hier schön oben angekommen. Steigung ist nicht zu eminent. Genau. Ist zwar hoch hinaus, aber es ist jetzt kein Drama, finde ich. So. Also oben am Hügelsende und schon könnten wir das bauen, wenn kein Brückenpfeiler Kollisionchen wäre. Da kann wir aber Abhilfe schaffen mit einer anderen Brücke. Da wäre auch eine Kollision. Ha, habe ich noch eine Idee. Moment. Ja. Wups. Nochmal ein bisschen aufschütten hier. Weil da braucht er dann nämlich keinen Brückenpfeiler hinsetzen. Könnte klappen. Zack. Jetzt braucht er da keinen mehr. Aber das ist eine Steinspannbogenbrücke, die möchte ich da nicht so unbedingt. Das hat dann so. Das ist eine Gesamtspannbogenbrücke, okay. Das ist ziemlich harter Stahl. Der würde uns die Waggons kaputt machen. Ja. Die sind echt hübsch. Was ist damit? Könnte man auch nehmen. Der hat einen Träger. Ja. Würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Würde uns in der Einfahrt auch wenig behindern. Jetzt einfach mal gebaut. Fahrdraht ist frei und passt. Ah, Lichtraumprofil ist frei, ja. Ja, weil dieselbe Brücke wieder drunter ist. Das ist ja genau richtig. Sehr gut. Jetzt haben wir da den Anschluss wieder gemacht. Das heißt, Zug kann weiterfahren. Autos können jetzt auch wieder fahren.
So, das war der eine Streich, der andere folgt zugleich. Den haben wir gleich hier unten im Süden, weil da müssen wir jetzt auch was machen. Hier laufen nämlich die Lager voll. Das heißt, wir werden jetzt die hier flott mal verdoppeln. Und verdreifachen. Nee, und noch einen dazu? Oder noch einen? Ja, gut. Ja, komm, das sind wir nicht so. Manu hat mich gezwungen dazu. So, und jetzt wollen wir uns 10 Fahrzeuge raussuchen, damit wir die kurz nochmal kopieren. Mhm. Dann sind wir jetzt auf 30 Fahrzeuge. Das sollte durchaus klappen. Wir sind jetzt bei 500 Transport. Ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Aber die holen jetzt eh erstmal ab. Das heißt, wir können jetzt erstmal beruhigt sein, dass da ein bisschen weniger transportiert werden muss. Können wir da noch irgendwas anbauen? Ein Häuschen? Vielleicht rechts? So ein da großes rechts? Rechts können wir nichts mehr anbauen, aber links können wir anbauen. So. Da könnten wir noch eins anbauen. Boah, ist das teuer geworden. Ah, ist jetzt endlich der Grundstückspreis definiert worden. Nein. Ja, der Hauptplatz hat die angepasst. Ja, Mod angepasst. Genau. 524 würde normale kosten und größere kostet 545. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich hätte jetzt gedacht, doppelt so teuer. Wäre auch völlig gerechtfertigt. Aber ist auch so okay. So, jetzt haben wir auch nichts mehr, was hier überläuft. Und ich glaube, das kann man so ganz gut weiter produzieren. Ja. 140 haben wir da. 160 holen die ab. Aber das kommt ja auch noch. Ah ne, es kommen jetzt keine rein. Die kommen jetzt alle nur rein und holen ab. Und der andere, der mit Kraftstoff kommt, wird überhaupt nicht reingelassen. Aber. Gut. Das haben wir auch hingekriegt. Dann haben wir noch etwas entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber wir haben hier eine Linie, die führt hier in die Sackgasse rein und wieder raus. Also müssen wir quasi am Bahnübergang stehen. Dann kommt der erste Zug vorbei. Wir fahren rein. Dann kommt der zweite Zug vorbei. Wir fahren wieder. Wir stehen wieder am Bahnübergang. Und das wollen wir jetzt mal unterbinden, indem wir einfach den Wegpunkt wegnehmen. Und dann können sie hier direkt über die Brücke fahren. Ja, und wie schaut's aus, diese Linie da auch mal mit neuen Fahrzeugen? Weil das sind ja mittlerweile Betriebsbremsen mit ihrer 45. Welche, die Werkzeugversorger? Mhm. Die fahren nur 45? Ja. Oh ja. Und die anderen fahren 70, ne? Ja. Okay, tauschen gegen dieselben? Würde ich schon sagen. Also der Bürgermeister schreit jetzt laut auf, aber die LVS Cargo einfach nehmen, damit man da hier mal Einheitlichkeit. Nach außen hin, ne? Ja, so Corporate Identity und so. Okay, so. Den Bahnhof hatten wir hier in der letzten Folge groß umgebaut. Den werden wir auch natürlich noch befahren und nöcher. Also das wird richtig noch voll werden, das Ding. Ja. Du denkst schon an der Hafenbahn? Ja, jetzt müssen wir nämlich noch, es gibt noch ein Gleis, was hier endet. So mittendrin, da haben wir nämlich die Zuführung vergessen zu machen, damit wir noch eine weitere Hafenbahn eventuell irgendwann mal anbinden können. Und zwar müssen wir da unten anfangen. Nein, reicht nicht. Ich wollte sagen, ein Stallwerk wird geschlossen, aber es ist nicht meins, das ist das aus Bad Essen. So, da müssen wir nämlich mit rein. Dürfen wir noch nicht zu weit. Guck mal, eine 70. Eine 74 ist total super. Die nehmen wir. Damit haben wir jetzt die Zuführung auch zur Hafenbahn noch nicht gewährleistet. Nein, ja, da müssen wir noch irgendwo ein Stück weicher da hier und das Signal auf jeden Fall mal entsorgen. So. Oder du holst es. Ja, doch so. Genau. Rückfahrt ist nämlich hier nicht mehr. Nee. Die fahren hier nämlich nicht mehr zurück. Die fahren jetzt woanders. Ach nee, die fahren gar nicht im Moment dadurch. Da ist im Moment kein Zugpaar drauf, weil das ist ja der Durchgangskörper, Gleiskörper im Bahnhof Erfurt. Genau. Die fahren ja nur in die Mitte und von hier aus gesehen rechte Seite Richtung Leipzig. Links wolltest du ja dann hier nochmal so Durchfahrt machen, ja. Durchfahrt und Vorplatz.
Das aber kommt auch irgendwann noch, genau. So. Aber jetzt sind wir schon mit Erfurt fertig, oder? Wie war das? Revamp Erfurt, ja. Erfurt haben wir fertig. Gut, dann kommt jetzt etwas, was ein bisschen übermäßig gewachsen ist. Und zwar Haltern am Silbersee. Es ist bei 2600 Einwohner hat die ganze Stadt. Und ja, unser Nahverkehr reicht nicht mehr alle Ecken und Kanten des Ganzen. Zusätzlich dazu haben wir natürlich... War das die Radiomeldung 5 vor 8? Verkehrsstau auf dem Mittleren Ring. Ja. Und zwar mitten in der Mitte und überall staut sich das. Also nur da staut sich das im Grunde genommen. Aber ist natürlich erheblich, weil da stehen auch unsere Busse mit drin und das ist nicht so gut. Und der Stau ist nicht nur kurz, sondern der Stau ist ziemlich lang. Und er geht nämlich bis hier hinten hin. Und das ist nicht gut. Deswegen wollen wir jetzt ein bisschen umbauen. Mit dem Bürgermeister abgesprochen das Ganze natürlich. Und zwar, hier haben wir so ein Waldgebiet. Würden wir jetzt nämlich hier vorne, oder? Warte mal. Wir sind schon fast in der Stadt. Aber ist egal, Kreisverkehr kann man auch in der Stadt haben. So, dreispurig. Stadtstraße können wir dann ja nehmen. Das hat nämlich der liebe Hauklotz uns auch noch umgebaut. Dass wir jetzt aussuchen können, ob alte Stadtstraße, neue Stadtstraße oder schon direkt Autobahn-Landstraße auswählen können. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Mühe an dieser Stelle wieder. Ist halt echt der Wahnsinn, was du für uns alles machst. Vielen, vielen Dank. So, da sollten wir nicht geizen. Nehmen wir einen großen Kreisel. Ja. Kannst du ja da drauf jetzt mal gucken, dass wir hier auch in der Ebene haben. Weiter vorne. Guck mal, der baut den Kreisel so, dass es passt, ne? An beiden Seiten. Mhm. Normalerweise hätten wir hier die Versetzung. Und der hat ihn jetzt so, dass er auch schräge hat. Ja. Dann bauen wir doch den, warte mal. Daneben. Huch. Dann bauen wir den daneben. Mhm. Und dann haben wir den nämlich gerade. Dann können wir auch schöne Straßenanschlüsse machen. Rums gesetzt. So, dann haben wir hier, machen wir kurz mal eine Behelfsstraße hin. Das kennen wir ja schon. Damit wir die hier abreißen können. Und die dann direkt in den Kreisverkehr reinführen können. Haha. So, dann hätten wir das schon mal. Dann geht unten eine Behelfsstraße. Genau. Machen wir kurz mal eine Straße. Er kann ja schon an den Kreisel rangehen eigentlich, ne? Ja, kann eigentlich schon rangehen an den Kreisel. Machen wir gleich von hier hinten aus. Ja, ich wollte einen vierspurigen Ring wollen. Ich würde einen vierspurigen Ring bauen, dass du einfach denen auch sagst, hier, Leute, da kann man schön schnell die Stadt umfahren. Das war nicht... Duben Bauernhof wird verlassen. Der nächste Landwirt, der. Naja. Ja. Es ist wie es ist, ne? Mhm. So, wir werden das aber trotzdem versuchen, auf direktesten Wege zu bauen. Damit wir nicht zu viel, weil die sollen schon auch denn hier Straßenanschlüsse bekommen, natürlich. Ja, den kannst du eigentlich schon Richtung Kreisel eigentlich jetzt dann schon führen. Ja, aber ich wollte den schon noch hier mitnehmen. So, und jetzt würde ich den Richtung Kreisel führen. Mhm. Und wir die Straße hier auch nahezu als Hauptstraße nehmen. Obwohl. Warte mal, machen wir noch anders. Habe ich schon eine Idee, hey? Mhm. So wie Manu die Idee eben schon hatte. Aber dann hier durch den Wald. Ja. Der Seite anschließen. Genau. Dann haben wir hier den Wald genutzt, der Natur angepasst, ne? Mhm. Und dann können sie hier rauf. Dann haben wir auch schon die Ersatzstraße gebaut und können die da vorne einmal abklemmen. Denn das wird eine andere Straße werden. So, dann haben wir die nämlich auch schon angeschlossen. Dann kannst du auch die hier weg.
und schließen die aber wieder ganz normal an mit einer, ja, nehmen wir eine Stadtstraße. Aber nee, ich reiße sie noch ein Stück weiter weg. Ein Stück weiter wegreißen und ich würde sie auch weiter mittig, weil du willst ja nach, von hier aus gesehen nach links ja noch. Genau. Die Fahrtstrecke machen. Ja, genau. Ah. So. Na, da hat man ja überlegt, ob man ein Stück Einbahnstraße machen. Ja, das letzte Stück, ne? Ja, das letzte Stück. Dass sie überall hinkommen, aber trotzdem dann nicht dies als Haupteinfallstraße nehmen. Genau. Die, die jetzt da stehen, die müssen jetzt leider noch mal rausfahren aus der Stadt. So, genau, die fahren jetzt noch mal raus und fahren dann hier wieder rein und können dann hier in die Stadt reinfahren. Da werden wir das auch. Ja, würde ich da noch ein paar Straßen ein bisschen anschließen, ne? Anschließen, damit es sich so schön verteilt. Genau. Einmal rechts, einmal eine Rechtskurve, oder? Die andere da dran anbinden. Ja, das jetzt so also. Ja, genau. Eins links, eins rechts, eins fallen lassen. Ja, sieht gut aus. Den haben wir auch noch so mit. Und den hier natürlich auch. So, dann haben wir da jetzt schon mal den Ring soweit fertig. Trotzdem würde ich jetzt den Ring so kaufen. Mhm. Dass wir dann nicht unnötig viele Straßenanschlüsse nachher dran haben. Ja, da können wir uns dann, wenn da eine Straße in der Nähe ist, die günstig für uns liegt, ja durchaus dann entscheiden, die auch noch anzubinden, wie gerade eben. Genau. So, dann kommt jetzt nämlich alles hier rüber rein. Eventuell fahren sie dann hier rein oder die fahren halt direkt weiter. Und wenn sie dann hier rüber reinfahren, ja gut, dann ist das halt so. Die Ampel noch wegmachen? Ja. Müssen wir jetzt gucken, wie sich das da entwickelt. Aber wir haben ja gleich noch andere Abfahrten vor. Da. Ampel entfernen. Da ist eh keine. Und am Kreisel ist keine, ne? Gut. Dann wollen wir natürlich noch eine Anbindung. Oder einspurig? Abfahrt oder Zufahrt? Ich würde zweispurig. Also beide Richtungen würde ich da hinten raus machen. So. Dann wollen wir nämlich hier am Eisen vorbei. Ich weiß nicht, ob wir das Eisen irgendwann nochmal kriegen werden. Ich wage es zu bezweifeln. Könnte ja wahrscheinlich mit LKW beim Schiff angeliefert werden, um rüber zu dir zu gehen. Naja, davon ist Wasser. Ja, was da zu dir hintergeht. Da hast du recht. Wenn ich noch richtig im Kopf habe, kann man. Oh. Ein schöner Bogen. Genau. Und dann nutzen wir die Straße, die uns hier schon quasi entgegengebracht wurde. Ja. So. Klemmen die an. Den klemmen wir auch noch an. So, dann ist hier nämlich auch noch ein Straßenanschluss. Hm. Dann müssen wir mal gucken. Sie ist entwickelt. Direkt schon weg alles, aber die werden sich natürlich jetzt hier anstellen, die Schlauköpfe. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig, dass sie hier wo wollen, ne? Ja, wo wollen die denn hin? Wahrscheinlich zum Bahnhof. Oder in irgendein Gebäude. Und wo ist das Wohngebäude? Mal anklicken. Andere Seite. Von der Brücke. Die würden außenrum da schneller rankommen. Vielleicht fahren die aber auch außenrum, weil wir jetzt hier außen noch die Straße gebaut haben. Das, beziehungsweise das sind ja noch welche, die die Route von ihrem Navi cutten Version 23 haben und wir sind jetzt schon bei 74. Genau. Gut, dann haben wir jetzt ja noch was anderes jetzt. Hm? Das muss ich hier erstmal denken. Industrie. Neuer Wald. Direkt an der Autobahn angeschlossen. Ja, ach, das, krass. Das nenne ich mal optimistische. Ja, nur Dinge. Wegfahren, ne? Ja, nur wegfahren. Hinzu, es kommt kein LKW. Schon sehr amüsant. Boah, aber gut aufgeteilt. Massig unterwegs, aber gut aufgeteilt. Cool. Leipzig wird immer mehr.
Müssen wir mal gucken. Aber jetzt kümmern wir uns ja erstmal um Haldern. Haldern hat nämlich echt, wir haben die ganzen Außengebiete nicht angeklemmt und da müssen wir. Bei der Warenversorgung, ja, ja. Müssen wir unbedingt was machen. So, wir wollten jetzt ja erstmal hier oben das Ding rund machen. Hier wollte ich gerade sagen. Ja, vernünftige Straßenführung zaubern. Den schließen. Dann hatten wir ja überlegt, ob wir hier oben noch einen Anschluss machen. Bevor sich da jetzt einer hinsetzt, können wir ja. Mal eine Stadtstraße. Warte. Ja. Kleine Stadtstraße. Dann ganz schmal. Die ja. Nämlich halt rund. Können wir nämlich hiermit anschließen. Könnte man hier eventuell das Öl anliefern und das, den Kraftstoff, und hier geht er dann in den Verteiler mit rein. Müssen wir mal gucken. Na, ja, Ring wird schon ganz gut genutzt, sehe ich gerade. So. Alle, die da fahren, fahren schon nicht durch die Stadt. So sieht's aus. Stau wird noch nicht weniger, aber. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt mit dem Nahverkehr alles hinkriegen. Also wir sollten hier nachher ja auf jeden Fall einen Anschluss haben, der Richtung weitergeht. Öl rüber. Wollen wir jetzt erstmal Öl machen? Ich würde das jetzt schon mal als Vorbereitung machen. Und dann können wir als nächstes den Stadtverkehr angehen. Ja. Schon mal den. So, ja, dann planen wir das Ganze jetzt einmal, und zwar mit LKWs haben wir damit, also fangen wir auf jeden Fall wieder an. Das heißt 100 Meter Länge. Wir kommen von hier, das heißt, wir gehen von links rein. Das heißt, wir könnten ja, du kommst von der Auto, also von der einspurigen kommst du ja zurück, wenn du so oben ablieferst, ja? Passt. Mhm. Hast du zwar eine Kreuzung da vorne, wo sie sich kreuzen unter Umständen? Warte mal, wir werden da reingehen. Stimmt. Drehen. Aber das ist auch okay. Weil, wenn wir jetzt Straßenzugang da ist er. Wenn wir hier nämlich reinfahren, können wir hier laden, fahren hier raus und sind weg. Dann wird die Autobahn weg, ja. Ja, also genau. Über unseren Bedarfszufahrt, die wir ja noch bauen wollten. Ja. Aber wir werden ja ausbauen. Noch weitere. Ja. Aber dann passt es mit der Zufahrt nicht. Wenn du von da reinfährst, dann drehen sie drin rum. Ach, stimmt. Also wäre die Zufahrt eigentlich unten zu machen, da wo du jetzt mit der Maus bist. Ja. Und dann, ja, aber dann sie über drin die Hauptstraße, ne? Hier die Zufahrt. Dann kannst du hier raus eigentlich. Theoretisch. Ja, hinten dann gerade rausfahren, ja. Du machst eine Doppelstraße hinten auch raus, das ist Richtung Autobahn, fertig, aus. Ja, das wäre so das Einfache, weißt du? Es ist immer so die Einfache, einfach und einfach nicht so einfach. Mhm. Also gibt es da hinten Seitenausfahrt, alles klar. Ja, einfach ist einfach nicht so meins, aber geht auch noch, geht doch, aber ja. Ausfahrt muss ich ja nehmen. Ausfahrt, ja. Ausfahrt geht nämlich, aber er geht nicht, weil Straße hinweg. Ja, also noch ein Stück länger machen. Nee, ach so. Ah ja. Oh, ja. Mhm. Und wenn du den Halteteil auf der ist, na ja, gut, Straße weg. Erstmal Straße weg. Dann gucke ich, wie der Halter passt. So. Und dann
gucken wir mal, ob wir da noch eine Straße reingezaubert kriegen. Eine schmale hier. Also im... Überhaupt kein Thema. Schmale Stadtstraße, okay. So, und hier kommen wir nachher raus. Das heißt, wir können jetzt noch Güter, Gebäude bauen. Zwei. Dann kriegen wir vier Gebäude. Drei. Drei reicht. So. Dann brauchen wir natürlich wieder unsere 10 Meter Straße. Mhm. Dann ist unsere Busstraße hier, glaube ich, weg. Müssen wir darauf achten gleich. Ja, du willst da reinfahren? Das heißt, wenn du von da... Eie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 eie. Funkfahrzeuge, Autobahntauglich. Na, da haben wir doch schon gleich mal was mit Sprit. Ja, haben wir. Die Frage, wenn du da reinfährst, wie willst du dann den Sprit in die Stadt reinbringen? Ja. Mhm. Das ist eigentlich von der zweispurigen Abgehen in das Terminal rein. Oder von hier reinfahren. Ja, dann müssen sie aber ziemlich zirkeln. Ja gut, da reinfahren, einen drin rumdrehen. Achso, du möchtest zwei Linien draus machen. Okay, alles klar. Ne, passt. Zwei Linien? Wir wollten ja in der Stadt den Sprit anliefern. Ja. Ja, dann hast du da ja einen U-Turn auf das Ding drauf, weil die fahren ja dann diese kleine Busstraße dann lang und dann wieder zum Abholen da reinzufahren. Wenn du hier die Einfahrt machst, beispielsweise mit Tunnelbrücke, irgendwie sowas, dann halten die hier drüben an der Haltestelle und kommen hier vorne raus. Die für in die Stadt rein, okay. Für in die Stadt rein. Die fahren ja nur einmal hier oben hin, machen hier einen Ablader, damit die hier überladen können und dann war's das. Okay. Wenn du das so eingeplant hast, alles gut. Echt? Ja, dann habe ich dich verstanden. Ja, es ist heute ein bisschen schwierig, es ist noch zu warm. Gut. Dann gucken wir, ob das wirklich alles so gut ist, wie ich das geplant habe. Aber dann können wir das eigentlich auch schon mal mit einplanen. Habe ich ja ganz vergessen, Mensch. Müssen wir auch sofort. Ja. Sofort. Fahren die hier zwar im Kreuz, aber das ist ja... Sollten die hinkriegen. Ja. So, also Einbahnstraße. Straße krumm. Straße krumm. Schöner langer Bogen, dass sie durchbeschleunigen können. Schon mit Schmackes auf die Autobahn scheppern. Oh, das ist aber angenehmer Winkel. Ja, das haben wir schon schlimmer erlebt. Es geht eigentlich nur weich mit zweispuriger Straße. Ja, aber das ist okay. Das will ich nämlich auch. Ist einfach mal so nehmen. So, und hier wollten wir ja rechtzeitig runter von der Autobahn. Hm, hoch auf diese Brücke. Nicht so doll. Dann machen wir noch einen kleinen Anlauf hier. So. Jetzt hoch. Genau. So. Typisch amerikanische Abfahrt. Passt. Ja. Einfach, simpel. Funktioniert. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Zuführung, wir haben die Abführung und können jetzt den LKW da schon mal drauf schicken. Das heißt, wir machen jetzt eine spontane, schnelle Linie. Ja, dass sie schon mal fahren können. Genau. HS, Haldern am See. Ja, GT, HS. Ach stimmt, GT. GT, alles. Ja, HS. LZ.
erzählt. Ja, fährt ja, ne? Transfer. Und Transfer, genau. So. Ein Stück Straße fehlt, kommt aus dem Chat. Ja, die Zuführung für den Lieferverkehr in die Stadt rein. Das machen wir gleich. Das genau. Machen wir erstmal Transport. Erstmal wollen wir erst das Öl weg haben. In Anführungszeichen. Die LKWs brauchen ja ein bisschen aus Erfurt zur Anreise. So, wo schicken wir den da drauf? Der würde jetzt auf den Ding fahren. Ach, die blaue Linie wollten wir ja noch auf die andere Seite schmeißen. Das wäre jetzt auch das, was ich vorschlagen würde. Mhm. Ja. 3. Na? 3. Ah. 3. Genau, 3. Dann Linie verweilen. Kann eine Raffinerie auch 2 nehmen. Kann er auch noch 2 nehmen, ja. Alternative, ja. Gut, dann haben wir das hier richtig. Der fährt damit rüber. Ja, und fährt dann da durch. Das ist eher kontraproduktiv. Ja. Ja, ich würde sagen, nach der Brücke einfach auch eine Zufahrt auf die Straße, oder? Das wollte ich letztes Mal schon machen. Ja. Probieren wir einfach mal. Das brauchen wir nicht probieren, das ist einfach. Kleine Abfahrt, ja. So, was ihr schafft. Dann noch einen Wegpunkt reinäugeln. Stellen setzen. So, von Leipzig Raffinerie. Raffinerie via Wegpunkt. Genau, das hat er richtig hingekriegt. Also Autobahn, Autobahn, Autobahn. Nächste Autobahnabfahrt fahren wir gerade aus. Kreuzung können wir eh noch nicht woanders hin. Hier fährt er ab, macht einen Schmetterling nach unten. Ein Kleeblatt, Entschuldigung, ist ja kein Schmetterling. Dann fährt er hier runter, wie geplant, fährt hier rein, macht hier einen U-Turn und fährt wieder raus. Ja, da können wir ja noch die Seite wechseln. Klar, machen Alter. Wir's. Wo zusätzlich die Außenbahn noch, oder? 3. 3, ja. Als Reservealternative, ja. Ja, so. Das ist Schajol. So, das heißt, da schicken wir jetzt schon mal die ersten LKWs drauf. Was, ja. Was ist am dichtesten dran? Eigentlich Ottenhöfen. Naja, Ottenhöfen ist da oben ganz. Ja, so bei Auto. Ja, gut. Ja, Erfurt ist schneller auf der Autobahn, stimmt. But so, jetzt haben wir ja einen Haufen neuer LKWs. Ja, und da hat der Bürgermeister sich auch schon sehr interessiert gezeigt an den neuen. Das heißt, wir brauchen die hier unten. Tankset, ja. 30 Ladung, 100 km/h. Einmal durchmischen. Ach, das ist ein Kunststofftransporter vom BASF. Ah, okay. Aufpassen, dass man auch. Hier ist auch nur ein Getreidezug. Aha. Auch interessant. Ja, dann nochmal Plastik. Transchemia. Nochmal Getreide. Wormser und Traveco ist nur Getreide. Ja. Siloauflieger. Dann nehmen wir doch mal so einmal die Runde Sprit. Shell. Total. BP. Ja, müssen wir auch aktualisieren, heißt der jetzt auch nicht mehr. Und Aral. Und dann können wir die ganzen nochmal kopieren. 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 Mal kopieren. Kopieren. Und dann gehen sie auf die Öltransferlinie. 20 LKWs darauf. Sollte für den Anfang reichen. Bis die da sind, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was da. Und wir können ihnen ja auch sagen, dass sie hier in Haltern warten auf Vollladen voll. Einer Fracht. Maximal 90, 100 Sekunden. Ja. 100. Weil es eine schöne Zahl ist. Oder so. Guck mal, hier haben sie jetzt auch nochmal ein Dings gebaut. Eigentlich nicht gut. Nee, das sofort. Nee, würde ich fast...
Auch noch mal ein Stück die Seitenstraße da. Nicht. Das muss so. Sonst haben wir den die Florierung daraus. So, jetzt müssen wir nochmal den Stadtverteiler bauen. Ja, eine Linie. Also erstmal eine Haltestelle. Erst die Haltestelle. Ja, okay. Sonst bringt das ja nichts. Gute Haltestelle. Machen wir das hier oben drin, ne? Ja, oben in dem Unterkommando. Die können wir auch nachher noch für Steinchen benutzen. Ja. Zum Abliefern, ja. Hier. Dann hatten wir alles mit. Mhm. Ja, da, dann muss er nicht so weit fahren. So. So. Die umladen, ja. So, eine neue Linie. Ja, warte, wir müssen die Zufahrt noch machen. Ja, stimmt. Da wolltest du ja noch Special Project machen. Ja, weiß ich noch nicht, ob wir da ein Special Project. Oder einfach nur kreuzen. Ich glaube, das wird einfach nur eine Kreuzung. Das andere wird, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig. Oder? Na, nee. Da würde ich dann eher hingehen und würde vor der Straße eine Biegung machen und eine Steigung. So wie wir es damals in der letzten Staffel gemacht haben in Aschaffenburg für die Werkzeuglinie. Die Holzgeschichte, dass du da im Prinzip eine Brücke drüber baust und so. Die mit Auffahrtsrampe einmal links, einmal rechts. So eine S-Kurve wäre da zum Beispiel interessant. Ja. Bogen, ja. Nicht zu steil und dann bis zur Kreuzung vor die Steigung machen. Da kommen sie ja quasi zurück. Mhm. So, und dann hier. Da sind sie ja in dem Moment leer. Ja, dann. Das mit der Geraden wird noch nichts. Klicken. Kannst du ja oben an der Kreuzung ja andocken, zum Beispiel mit der Brücke. Ja. Oder mit der Straßenführung. Sogar nicht so viel Brücke machen musst. So. Achso, was für ein Brückentyp? Ich würde eher was Leichtes nehmen. Boah. Ja, ja. Ja, grün mit einem Pfeiler ohne Seitenführung. Könnte man ja genau. Ja, doch. So, und dann könnte man. Direkt in die Kreuzung rein. Ja, warte. Wir wissen ja, dass die Stadt noch wachsen wird. Eine Straße lang. Würde ich da schon fast eine Straße lang zimmern? Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Das wollte ich gar nicht. Bahnwelt, vielen Dank für deine Verlängerung von Gujas verschenktem Sub. Vielen Dank für deinen Support auf Twitch. So, und dann schütten wir das Ding nämlich auf. Vielleicht auch nicht. Und so viel, ich würde da. Gehen wir da erstmal mit runter. Mhm. Nicht ganz runter. Vielleicht ein Zweier. Ja, so. Ja. Dann gehen wir hier wieder in die Gerade. Können wir auch eine Kurve machen. Mhm. So. Scroll, scroll, scroll. Und dann können wir hier unten mit rein. Ja, gerade raus und dann andocken. Genau. Das gibt dann schönere Übergänge, so für diejenigen, die da Wert drauf legen. Das hat wieder eine andere Brücke gebaut. Ja, aber da lassen wir uns ja nicht ärgern. Ja, es ist ja auch entgegenkommt, ne, das Ding eigentlich. Deswegen drehen wir den nochmal um. Und dann können die LKWs hier schön entspannt reinfahren. Ja,
Also. Gehen hier rein, fahren hier vorne wieder raus. Könnte man sich sogar Gedanken. Na gut. Na guck mal, hier fährt schon ein Auto durch. Da auch. Müssen wir die ganze Strecke in Ding machen. Müssen wir wohl wieder, ja. In Busspur. Straßen. Werkzeug, Busspur, Busspur. Ja, das Stück von der Autobahn fehlte wahrscheinlich. Ist da schon rechts abgebogen? Da ist aber nur Industrie. Und Bad Essen kriegt ein weiteres Stahlwerk? Uiuiui, das was? Das gibt Hochofen City. Und das jetzt auch noch in der Nähe ist von dem anderen? Nee, ist es nicht. Nee. Hä? Bad Essen hatte doch schon ein Stahlwerk. Ja, dachte ich nämlich gerade auch. Wo ist denn das andere Stahlwerk? Ist es uns flöten gegangen? Zwischenzeitlich. Das andere ist hier oben, Ebruch Stahlwerk. Ja. Guck mal auf die Maschinenfabrik, ob du drei Lieferanten jetzt. Ja, du hast ja. Vorher hattest du zwei Lieferanten. Nee, ich habe drei Lieferanten gehabt: Kantopolis Stahlwerk, Ebruch und Bad Essen Stahlwerk 2. Wahrscheinlich, weil das alte eingestellt wurde. Ja. Ist das jetzt Nummer 2, ja. So, wir waren stehen geblieben. Wir haben immer noch nicht mal den Nahverkehr gemacht. Ja, ich sehe schon, Folge 54 wird dann wohl Nahversorgung. Boah, ist ja grausam. Ja, ich würde eventuell vorschlagen, dass wir aus der Kreuzung, da unten, wo die LKWs jetzt gerade reinfahren, gegenüber eine Straße raus, unter der Brücke durch auf die Straße, dass wir da hochfahren. Gegenüber parallel eine Straße raus, wo es also da, wo die LKWs jetzt reinfahren. Ja. Kannst du doch eine Straße gerade raus für unsere LKWs als Abfahrt, die jetzt die Stadt versorgen, machen. Parallel zur Brücke. Hier gerade raus, aber das ist eine Einbahnstraße nach rechts. Nein, nein, nein. An der Kreuzung, wo sie jetzt reinfahren, an der T-Kreuzung. Unter der Brücke fahren sie doch rein. Ja. Und da gerade rüber eine Straße, dass die LKWs einspurig da hochfahren können, um abliefern zu können. Damit man die aus dem Stadtverkehr komplett raus haben. Nicht zaubern, ja, da. Im Prinzip. Ja, Rechtskurve würde ich machen. Sonst kreuzen sie sich hier oben. Ja, so, ja. Dass sie dann da oben hinkommen. Halt mit der Brücke jetzt nicht mehr so schön aus. Weil da sitzt jetzt halt weiter hinten. Ja, da ist der Ankerpunkt ist. Ach so. Und dann da hochfährst. Kreuzen sie sich nirgendwo. Außer mit der anderen Linie. Ja, genau. Ah. Ah. Möchte das Spiel aber nicht so gerne. Der Winkel, ja. Eine zweispurige nehmen. Wird wahrscheinlich funktionieren. Ne, ist noch auch zu spitzer Winkel. Er ist zu viel auf einer Seite. Die Straße rechts ist zu viel dann an der Stelle. Ja, aber die können auch hier rausfahren, rechts, links, fertig. Ja, stimmt. Dann einmal noch Linie, noch weil dann haben wir nämlich gleich 50 Minuten Folgenlänge. Ja, so weitermachen. Ich habe schon gekickt. So, weitere Linie. Hier ist natürlich jetzt Highlife in Tüten. Ja. Ist aber gar nicht so schlimm für uns, wenn die jetzt hier alle stehen, weil wir können ja mit dem LKW fahren wir dann hier rauf, holen das ab und fahren rum. Ja. So. Also, brauchen wir noch die Haltestelle haben wir, das heißt, wir brauchen noch eine Linie. Ja, genau, eine Linie. Und dann denke ich mal, wird der Bürgermeister wohl die dreckigsten LKWs, die wir zur Verfügung haben wollen. Er wollte ja Stadtverkehr haben. Sprit. Ja, Spirit. Stadtverteiler.
So, das heißt, der soll hier hin und soll hier oben abladen. Genau. Aber wofür er sich entschieden hat, natürlich nicht für unsere Fahrstrecke. Er weiß ja auch gar nicht, dass die Strecke voll cool ist. Ja. So, vom Gartenweg aus wollen wir dann hier rum zurück. Und dann fahren wir hier nämlich mit ruf und können da dann stehen. Ja, da würde ich eiskalt erstmal zwei LKWs draufsetzen. Also Treibstoff-Moped, 2x5 Liter Kanister auf Gepäckträger war der Wunsch des Bürgermeisters. Also gucken wir, Kraftstoff, Treibstoff. So, sortiert nach Emissionen am besten, oder? Ach, guck mal, die haben wir jetzt auch schon. Oh ja, ja, die wären die andere Alternative für die Massentransporte. Ja, das wäre so die ganz andere Dings, ja. Ja, sortiert doch mal bitte nach Emissionen. Emissionen dran, okay, Emissionen. So. Das Pferd macht 62 Emissionen, das ist aber gerade. Das ist schon Schnapper. So, was hat denn viel Emissionen? Die Guts. Ja, die CIS. Dann würde ich die CIS oder die Mac nehmen. Die Mac haben zu wenig Kapazität, die haben nur 8, 9 Kapazität. Ja, dann nehmen wir den CIS-Tankwagen, oder? Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. 4 Stück erstmal? Ja, mal. Ja? Ja, würde ich schon 4 bis 5 Stück. Gut, ich habe jetzt 5 gekauft. Bürgermeister ist mit unserer Wahl scheinbar einverstanden. Ich sehe da so ein Riesendäumchen im Chat auf Twitch. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, gut, dann haben wir das erledigt, das erledigt, das erledigt. Hier ist richtig schön was los. Sie verteilen sich alle ordentlich. Hier läuft auch nichts über. Das passt soweit alles. Ja, müssen wir uns in der nächsten Folge nochmal Stadtverkehr, ne? Also das ist ja. Aber das wird auch eine richtige Herausforderung, weil wir müssen jetzt wirklich alle Stadtteile abgrasen. Auch die hier noch nicht vorher so angebunden waren. Mit Bus, mit LKW, müssen wir gucken, dass wir noch die LKW-Verteilung gut machen. Wird eine sehr spannende Geschichte, kann ich euch sagen. Halt. Die musste ich abreißen. Ja, erstmal die Doppelkreuzung entsorgen. Ja, die war echt Mist. Also. Aber das ist auch Mist. Sieht nach nichts aus. So. Doppelkreuzungen sind immer sehr staubringend. Ich sehe auch schon, der Stau hat sich ja noch nicht großartig verringert. Also das, was wir da gemacht haben, hat noch nicht so viel gebracht, wie wir uns das erhofft haben. Also müssen wir die Einbahnstraße noch ein bisschen verlängern, sodass die halt wirklich sehen, wir können auch alternativ irgendwo lang fahren. Ja, diese Innenstadtroute dann hier, wo du mit der Maus gerade bist, an den Wohnhäusern, einfach nur Stadtausfahrt. Ja, kann man machen, klar. Dass man verteilt sich eine Einbahnstraße durchzieht, nur unsere Busse fahren von oben nach unten dadurch. Ja, das wird dann etwas schwierig. Aber bisher war das noch alles relativ gut im Griff dafür, dass hier 6 Busse im Stau stehen. Mhm. Diese 7, 8, 9. Ja. Viele Busse im Stau stehen. Läuft das eigentlich ganz gut. Ich weiß auch nicht, woran das Ganze hier liegt. Ne? Das ist die Kreuzung hier. Ja, mehrere. Müsste man da vielleicht sagen, okay, die eine Richtung nur statt einwärts zu unserem Bushaltending an der Bushaltestelle einspurig? Können wir machen, klar. Die Frage ist halt nur, wie kommen sie zurück, ne? Die Busse? Hier sagen, nee, die Busse kommen ja durch. Ja, die Leute können ja dann auch über die Brücke fahren oder unten lang. Oh, da ist ja auch wieder eine Buslinie. Boah, ich sehe schon, in der nächsten Folge werden wir viel Spaß haben. Total. Wir gucken mal. So, die werden jetzt natürlich erstmal sehen, dass sie hier alles wegtransportieren. Und dann, kriegen wir das alles wohl locker mal hin, ne? Kriegen wir noch ein bisschen Spaß. Das ist noch eine zweite. Mhm, okay. Mal Öl. Ja. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen.
könnten wir schon fast über den Ring gehen und die anderen anliefern. Mit den 120er LKWs da direkt anliefern in der Seitenstraße. Gute Idee. Die ist echt gut, Mann. Huch. Da müssen wir nicht so viel fahren. Ne, das stimmt. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee auch für euch selber mitgenommen. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt natürlich gerne eins mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.